Hallo, grüezi wohl und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Fly Around the World. Endlich, nach langer Pause geht's weiter. Wer geografisch ganz gut drauf ist, sieht hier rechts oben die Skyline von Sydney. Und heute bringt uns der Flug von Sydney nach Hongkong mit der Cathay Pacific. Ich weiß, das ist nicht ganz realistisch, da diese Route eigentlich mit der 777-300 geflogen wird, aber da ich euch unbedingt die wundervolle PMDG 777 zeigen wollte, werden wir das hier jetzt mit der 777-200 Long Range machen. Ich habe das Flugzeug jetzt in den Panel State mehr oder weniger Cold and Dark hochgeladen, habe es beladen. Wir haben 100 Tonnen Treibstoff dabei. Wir haben ein Payload von ungefähr 33 Tonnen Passagiere. Von den Passagieren her sind wir fast voll. Und ich werde heute... Moment mal kurz, die wollen hier schon, dass ich eine Entry zumache. Catering ist gerade abgeschlossen worden. So. Und ich werde einen kleinen Walkaround machen. Ich werde keinen Walkaround-Check machen, weil dazu habe ich zu wenig Erfahrung. Aber ich werde einen kleinen Walkaround machen, damit ihr seht, wie wunderschön dieses Flugzeug anzusehen ist und wie detailreich das Ganze ist. Während wir das Ganze machen, würde ich sagen, wir beginnen mit dem Boarding, weil das ist von der Grafik her auch relativ schön anzusehen. So, und dann wechseln wir hier mal gleich in den Walkaround-Modus. Moment kurz, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, so. Okay. Geht ein bisschen schnell hier. Und ein bisschen höher könnte das Ganze auch sein. Wir starten hier beim vorderen Fahrwerk. Ihr seht, External Power ist Moment Connected External Air auch. Das ist alles wunderschön animiert hier. Jetzt wieder die Left Entry 1. Moment kurz. Ah, das klappt noch nicht so ganz. Ganz kurzer Moment. So, also hier nochmal der Versuch vom Walkaround. Ich probiere das jetzt nochmal. Springt er mir ein bisschen rum. Okay, aber hier das Bugfahrwerk. Ihr seht, hier kommen die Gepäckstücke angeliefert. Das ist Ground Services X. Die Details sind wirklich der Hammer. Ihr seht auch, der Rumpf reflektiert ein bisschen. Und hier bekommt man so ein bisschen Eindruck von der Größe von diesem Flugzeug. Ich musste diese Entry Door hier aufmachen, damit das mit dem Boarding funktioniert, das übrigens ein bisschen laut ist hier. wir gehen hier weiter zum Triebwerk, zum linken Triebwerk. Auch hier wunderschöne Details. Dann hier der Flügel. Wir können hier noch rausgehen zur Flügelspitze und uns das ansehen hier. Hammer. Also, wenn man sich das anschaut. Dann hier auch so kleine Details wie Abnutzungsspuren an den Entlüftungen vom Regenwasser. Dann hier das Hauptfahrwerk mit wirklich extrem detailreich hier das Ganze gemacht. Dann hier der Schacht fürs APU, fürs Hilfstriebwerk, für die Wartung. Könnte man auch natürlich auch öffnen. Dann hier Bulk Cargo. Und hier beginnt bereits das Boarding. Und dann schauen wir uns den Flieger noch ein bisschen von der Entfernung an. Ihr seht also wunderschön die Details. Alles perfekt ausgearbeitet, wie man es halt von PMDG gewohnt ist. Damit würde ich sagen, gehen wir zurück ins Cockpit und beginnen mit den Vorbereitungen. Okay, wir sind jetzt im Cockpit. Wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Funk hört. Das ist im Moment
Live ATC Sydney Tower bzw. Approach. Also ihr werdet da immer wieder Funk hören. Ich habe mir gedacht, das probiere ich mal aus, wie sich das verträgt mit meinen Videos. Von den Vorbereitungen her. Ihr hört's. Wir schalten mal das ADIRU ein. External Power ist connected und das ändern wir jetzt gleich, indem wir die APU starten. Das dauert eine ganz schöne Weile und wir beschäftigen uns so lange mit dem FMC. Und machen zuerst mal Position Init. Runway 21, take the rapid exit taxiway, then on to Lima and contact ground 121.7. So, und das ist meines Wissens VHHH. Klingt ein bisschen komisch. Qantas 556, runway 34R, clear for takeoff. Boarding completed. Wir machen mal die ganzen Entries zu. Und Cargo Doors schauen wir auch. Die können wir auch zumachen. So, Zero Fuel Weight können wir requesten. Reserves haben wir 5 Tonnen dabei. Cruising Altitude wird 350 sein. Und Cost Index. Oh, maximal 342. Okay, dann nehmen wir 340. Und Cost Index wird 35 sein. Das passt. Und wir geben noch eine Departure ein. Wind kommt aus 20 Grad. Das heißt, wir werden die 34 Ich schau mal kurz, muss mich selber schlau machen, wo wir stehen. Wir stehen eigentlich näher an der 34 Left. Das heißt, wir nehmen auch die 34 Left und erster Wegpunkt ist Cut, dann nehmen wir Cut 1 Departure Execute. Wir prüfen das kurz nach. Aha, okay. Okay, das ist jetzt der gleiche Wegpunkt, das heißt, den nehmen wir weg. Passt, ich glaube, das ist von der Departure her gut, soweit. Gleich eine ziemlich starke Linkskurve, Entschuldigung. Und Arrival. Wir haben im Terminal Forecast für Hongkong Variable 03 Knoten, das heißt, wir können es uns eigentlich aussuchen. Das heißt, wir nehmen die 07 Left und letzter Wegpunkt ist Sabno. Mal schauen, ob wir das hier angeboten bekommen. Nicht wirklich. Direct all runways, okay. Okay, das prüfen wir gleich nach, ob das ein vernünftiger Approach ist. Wir gehen auf Plan, erhöhen die Zoom-Stufe ein bisschen und schauen uns das Ganze mal ein bisschen an. Velocity 544, take the rapid exit Bravo 90.
there is traffic crossing up ahead of Golf. Mix up our Bravo 9 Plus, see if I'm clear. Sydney Tower, g'day, Gecko 651, holding short Sierra, ready. Gecko 651, Sydney Tower, g'day, continue taxiing to holding point Tango 6, runway 34 right. Okay, das sieht mal ganz vernünftig aus. Wir gehen wieder auf Map zurück und damit müsste jetzt eigentlich auch Flaps werden wir ein Setting von 5 nehmen. Und dann lassen wir ihn den Trim ausspucken und da gibt er uns auch schon die V-Speeds relativ hoch. Mal schauen, ob wir es mit Flaps 10 ein bisschen runterdrücken können. Entschuldigung, Flaps 15. Wir sind ja relativ schwer beladen. Ein bisschen. Okay. Das heißt, wir haben einen Trim von 3,25. Wir haben noch kein Hydraulic Power. Das heißt, dürfen wir nachher nicht vergessen, das einzustellen. Okay, Baro ist auch noch nicht eingesetzt. Wir haben, Moment kurz, muss ich selber nachschauen, heute ein Baro-Setting von QNH 1019. Wunderbar, das passt. Wir können bereits beide Flight Directors anschalten und eigentlich müsste LNF und VNF schon armed sein. V2 plus 15 ist 179. Das stellen wir hier gleich ein. Und Heading haben wir Runway 34. Das heißt, das stellen wir hier auch gleich ein. Und wir nehmen mal an, da wir kein ETC haben, dass wir gleich für die Reiseflughöhe freigegeben sind. Wie immer. 34.000 Fuß. Sehr schön. Auto-Throttle ist armed, Auto-Brake auf RTO und wir gehen nochmal ins Overhead. APU müsste ja mittlerweile an sein, das heißt wir nehmen den External Power weg. Schalten die Fuel Pumps alle an, Center brauchen wir nicht, Passenger Signs auf On. Emergency Lights armed. So, bitte verzeiht mir, dass ich mache natürlich wie immer hier nicht alles, wie es so schön heißt, lege artis. So gut bin ich noch nicht mit der 777 unterwegs, dass ich alles genau machen kann. Was aber ganz cool ist und was man hier wunderschön verwenden kann, ist diese Checklisten. Wenn man hier das Ganze auswählt, dann könnt ihr sehen, hier bekommt man eine Maus, also wie im echten Flieger. Und Normal Menu, Pre-Flight Checklist, okay. Oxygen nehmen wir an, tested. Flight Instruments, Heading und Altimeter haben wir eingestellt. Parking Brake ist set und Fuel Control Switches cut off. Das merkt er sich selber. Wir gehen hier weiter zu Normal und gehen zur Before Taxi Checklist. Die lassen wir jetzt im Moment noch so stehen. Wir gehen jetzt aufs Overhead und schalten mal die ganzen Hydraulic Systems ein. Hawaiian 452, contact departure, sir. Roger, clear, sir, Hawaiian 452. 651, runway 34 right, clear for takeoff. Runway 34 right, clear for takeoff, go cat. Velocity 986, good day, descend to 6000, 34 right, expect a visual approach. 6000, 34 right, velocity 986. Just up 409 from Barrow, track direct Dipper to rejoin the staff. Okay. Barrow, direct Dipper, thanks, just 409. Jetzt, nachdem der APU. Ich schalte jetzt doch die Center Pumps ein, weil er mir Fuel in Center sagt. So, dann TCAS noch. Standard TCAS Nummer rein.
So, und dann gehen wir mal nach außen und machen die ganzen Ground Connections weg. Parking Brake ist set. Wir gehen auf Menu und Ground Connections. Dual Jetway Plugs removed. Air Conditioning Unit removed. Wheel Chucks removed. Und wir sind im Prinzip ready for Pushback. Wir fahren noch die Passagierbrücke zurück. Und wir gehen wieder zurück ins Cockpit. So, das heißt, wir sagen Ihnen mal, dass wir ready for Pushback sind. Nose right, tail left. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. SkyCat 651, contact patches here. Pass SkyCat 6. Velocity 986, no speed restriction below 10,000. Again, the speed below 10,000. 986. So, da jetzt auch der Trim funktioniert, stellen wir das kurz ein. Das war 3,25. 4232, contact the pad. Wunderbar. Das können wir hier noch kurz nachprüfen bei den Flight Controls. Hello, Captain. We are ready for pushback. Okay, das passt. Ready for pushback. Sitting pressure at 842, descending to 10,000 information function. Okay. Dann starten wir mal Engine Nummer 2. Und schauen uns das Ganze von außen an, wenn es geht. Wir starten die Nummer 1. Und schauen uns wieder die Before Taxi Checklist an. Anti-Ice haben wir auf Auto. Recall. Wir gecheckt. Flight Controls müssen wir jetzt checken, sobald die zweite Engine hochgefahren ist. Und ich richte mir mal kurz hier meine Kontrollen ein. Kurzen Moment. So, also der Flight Control Check. Full up. Neutral. Full down. Mache ich das hier nochmal groß. Full rights. Neutral. Full left. Spoilers. Dann können wir die Spoilers gleich armen. Und das ist Ruder noch.
Bulldog 222 Sydney Tower. Full right. Neutral. Full left. Wunderbar. Flight Controls sind checked. Wir gehen hier wieder auf die Checklist. Haken uns das Ganze ab. Und Ground Equipment ist clear. So, das können wir uns wieder klein machen hier. Und wir machen das Taxi Light an. Wir haben keine aktiven Lichter mehr hier auf dem Overhead, das heißt, das passt auch. Und jetzt können wir den APU ausschalten. Und da kommt APU Cooldown, so wie es gehört. Autobrake haben wir auch bereits eingeschalten, das heißt, wir sind ready for taxi. Okay. Wunderbar. Dann geht's los. Richtung 3-4 left. Just up 409, just confirm we are for 3-4 left in. Just up 409, I turn 3-4 left. Thanks, just up 409. Übrigens, ich habe noch gar kein Wort zu den Szenerien gesagt, die wir heute wieder verwenden. Also das hier ist im Moment Orbix Australien und Sydney ist, wie ihr seht, jetzt hier leider kein Add-on-Airport. Das ist also der Standard-Airport, der ein bisschen von Orbix verbessert wurde, aber sonst ist es ja Standard. Und wir fliegen nach Hongkong zum neuen Hongkonger Flughafen. Ich weiß, dass sich viele gewünscht haben, dass wir oder dass ich zum Kai Tak fliege mit diesem wunderschönen Approach. Oder aber ich muss gestehen, ich bin noch zu wenig geübt mit der 777 und auch mit diesem. Es ist ein hoch anspruchsvoller Anflug und den will ich ehrlich gesagt nicht versemmeln. Deswegen geht es heute auf den momentanen oder aktiven Airport von Hongkong. Der wird dann von Imagine Sim, habe ich mir da das Add-on geholt. Ich bin schon gespannt, was uns da erwartet. Hat gar keine schlechten Bewertungen. Habe aber ehrlich gesagt nicht viele Reviews gefunden, aber ich denke, das wird ganz in Ordnung werden. Dann gibt es noch was zu, ein bisschen was zu der 777 selber zu sagen. Die kommt mir nämlich heute bei diesem Langstreckenflug sehr entgegen. Ich habe das selber schon ein bisschen ausprobieren können und das ist ein geniales Feature von der 777 und zwar ist das Auto Step Climb und Auto Time Compression. Und das ist wirklich für Gelegenheitsflieger, muss ich sagen, eine super Option, weil das Flugzeug macht automatisch eure Step Times, also das Flugzeug wird ja mit dem Reiseflug mit der Zeit leichter und das heißt Moment, ganz kurz, da spinnt noch was mit dem Throttle, das muss ich kurz in Ordnung bringen. So, wir geben jetzt auch die Flaps raus auf 15. So, ich muss jetzt gestehen, ich habe noch ein bisschen Probleme mit dem Throttle. Das klappt noch nicht ganz. Ich hoffe, das bekomme ich noch in den Griff bis zum Start. Jetzt machen wir hier die Kurve in Richtung 3-4 left. So,
Approach GoCat 648, turning to 10,000 with Foxtrot. GoCat 648, hello to center 6,000, 34 left, expect independent visual approach. 6,000, 34 left, GoCat 648. Fiji 915 to center 6,000. 6,000, Fiji 915. So, das heißt, wir kümmern uns ganz kurz um die Checklist nochmal. Before Takeoff Checklist, Flaps 15, wunderbar. Und dann kommt auch schon die After Takeoff Checklist. Okay, ich würde sagen, jetzt gibt es hier eigentlich vom Taxi her nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Ich melde mich wieder kurz vom Line-Up. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind kurz vom Line-Up. Das heißt, wir gehen ins Cockpit zurück, schalten die Landing Lights an, die Runway Turnoff Lights und die Strobe Lights und machen den Line-Up. So, jetzt machen wir hier auch eine neue Frequenz auf und zwar Sydney Departures. Connor 656, if you're able, reduce your speed to Crossbury at time 1-8. Please make your speed 250 knots. Next sector will provide vectors if you can't make the time. So, das war der Line-Up. Okay, wir sind ready for takeoff. Auto Throttle on. Ich muss den Funk hier ein bisschen leiser stellen. Okay. Hier ist der Zugabutton. Ich würde sagen, let's go. Ja, jetzt spinnt hier mein Throttle ein bisschen. Nicht wundern, das passiert mir leider öfter anscheinend. Ich kann das, hab das noch nicht ganz in den Griff bekommen, aber ich hoffe, es funktioniert jetzt. Also nicht wundern, wenn es mit dem Throttle manchmal ein bisschen komisch. Okay, 80 Knots, check. 678, climbing flight 340. Jetstar 678, we want rotates. Jetstar 767, contact me 122.15, expect stop there. Positive rate, gear up. Jetstar 767. 0,000, QNH 10019. Use flaps. 0,000, QNH 10019, Jetstar 429. Flaps 5. Wunderbar, jetzt gehen wir hier in diese Linkskurve. Contact the 7.125 decimal light and cancel on 1.25 decimal light kilo east. Flaps 1. So, taxi light off. Flaps up. After takeoff checklist. Landing gear up. Flaps up. Müsste man auch gleich melden. Und autopilot on. Na? Jetzt wird er mir hier zu schnell.
Okay, jetzt reguliert das wieder. Ein bisschen zu schnell geworden hier. Mal einen Blick zurück nach Sydney. So. Wir machen hier bereits die Transition. Gut, das Sandchecklist ist noch ein bisschen zu früh. So, hat wunderbar geklappt. Gott sei Dank das mit dem Throttle auch. Ich habe immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Throttle, muss ich zugeben. Ich weiß noch nicht genau, an was das liegt. Wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, wie immer gerne. So. Ihr merkt, ich habe jetzt hier nochmal am Throttle was verändert, also das klappt noch nicht so ganz. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier im Steigflug bereits und ihr seht, der Top of Climb kommt relativ schnell schon nahe. Jetzt gehen wir durch die 10.000, das heißt Lights off. Und Passenger Signs, Seatbelts, Auto. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz hier in dem Optionsmenü, was ich vorher gemeint habe. Wenn man hier auf BMDG Setup geht, und ich glaube, es ist bei Options, bei Simulation. Oder ist es bei Performance? Nein, das nicht. Aircraft Equipment, das könnte sein. Ich muss selber schauen, Moment. Autostep, ihr seht es hier. Autostep Climbs, yes. Und Autotime Compression up to 4 times. Und Chrono Button Right Click ist dann die Auto Time Compression. Also das habe ich jetzt noch ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich werde es dann jetzt aber auf diesem Flug machen und euch dann, wenn der Descent beginnt, ich schalte mal hier den Funk ab, Entschuldigung. Also wenn der Descent dann beginnt, werde ich euch berichten, wie das Ganze gelaufen ist. Ich bedanke mich jetzt mal hier am Ende der ersten Folge fürs Zuschauen. Ich mache mich hier bereit für den ungefähr 9-stündigen Flug nach Hongkong, der aber mit Time Compression hoffentlich nur um die 1,5 Stunden dauert, und melde mich dann wieder in der zweiten Folge. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns in der zweiten Folge wiedersehen. Bis dahin wie immer, Happy Landings!